Ja, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Together. Lass zusammen spielen, wie auch immer man es nennen will. Das liebe Erdmännchen LP hat mich hier offenbar mitten wieder in einem Kampf rausgelassen. Das macht er ja sehr gerne. Und wie beim letzten Mal wieder mit einem Wasser-Pokémon. Und wir haben einen Benjamin. Cool. Auf Level 24 vor allem. Cool. Das finde ich doch mal irgendwie praktisch. Das ist keine Hypnose. Ach, Pfund reicht jetzt auch. Ja, hat er sich... Oh, nee. Oh, nee. Ach, ich hab's... geahnt. Da setzen wir nochmal Konfusion ein. Aber auf jeden Fall hat er doch endlich mal etwas Nützliches gefangen. So scheint es mir. Ach Gott. Ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Also, ja... Er lädt seine Parts gerade hoch, wie ich ja von ihm gehört habe. Und da wird es für mich langsam auch mal Zeit, wieder was aufzunehmen. Ja, denn die nächsten Tage wird von mir nichts kommen, weil ich da bei meiner Freundin bin. Und da ist es mit dem Internet immer so ein bisschen... Auf jeden Fall haben wir erstmal Matrose Igor besiegt. Der sich ziemlich beklagt, dass er verloren hat. Tja, was sagst du noch? Wasser-Pokémon leben unter Wasser. Nee, du benötigst eine Angel. Oder ein Tauchboot, mein Freund. Oder ein Tauchboot. Und wir haben Äther gefunden. Juhu, vielleicht finden wir auch noch Chloroform. Und wir sind mitten auf der MS Anne. MSN, MS Anne, je nachdem, wie man das auch wieder aussprechen mag. Dracula auf Level 20 auch schon. Ich mach dich mal dahin. Soweit ich weiß, entwickelt sich unser Dracula ja dann bald. Willst du kämpfen? Nein. Du, hast du schon Profi-Angler? Ja, habe ich schon besucht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir kein Carpador haben, wenn ich jetzt mal gleich im Pokédex gucken würde. Ach, ich lasse es auch. Mein Pokémon Machoke ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Super. Du bist Machoke? Interessant. Erinnert mich an eine lustige Szene, wo eine andere Let's Playerin Pokémon Gelb spielt, was ich gerade sehe. Sie heißt Let's Rose und sie hatte da eine sehr lustige Szene eingebracht. Das muss man mal ganz einfach so sagen, mit einem Nidoran, das ein Kangama, ja, sehr ähnlich sah. Bei den alten Sprites. Ja, Pokémon Gelb noch, hm. Da waren Farben noch, hm, gütig. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie ein solches schlafendes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. So, jetzt das Problem ist, ich weiß ja nicht, wie weit er jetzt hier auf dem Schiff ist. Deswegen muss ich hier mal gerade so ein paar Proben auf Exempel machen, um zu sehen. Okay, hier war er jedenfalls noch nicht. Ach ja. Endlich wieder Pokémon spielen. Na gut, so lange ist das jetzt ja nicht her. Los, wenn ihr... Ah, ein Kampf-Pokémon. Na, das ist ja traumhaft. Oh, und tschüss. Badada, Level 17, Macholo. 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 Ja, das ist wie China oder China. Genau, Macholo ging ja auch. China oder China. Chemie oder Chemie. Nein. Schlechte Wortwitze bringe ich jetzt nicht. Ja, wie sagt ihr das eigentlich? Also ich sage immer China und Chemie und sowas. Warum auch immer, man wächst ja so auf. Bestimmt gibt es da auch noch irgendwelche Rechtschreib-, Grammatikreformen, die das regeln, aber letztendlich sind ja dann auch Reformen so kompromissbereit, dass ja beides richtig ist und naja. Oh nein, Giftstachel, oh nein, oh nein, oh nein. Nee, 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 nee. Wieso bin ich verwirrt? Ach, Superschall oder sowas eingesetzt. Wahrscheinlich. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Nebenbei läuft ja wieder Eishockey. Beziehungsweise ich habe auch gerade auf meinen Timer gesehen. Naja, auf jeden Fall habe ich Titus besiegt. Und für einen Matrosen ein sehr passender Name, wie ich sagen muss. Mein Vater sagt, es gäbe 100 verschiedene Pokémon. Ich denke, es gibt mehr. Tja. Damals gab es noch 150 bzw. 151. Das waren schöne Zeiten. Hey, wie wär's mit deinem Tänzchen? Also das mit dem Tanz, da muss ich ihm ganz klar Nein sagen, weil...
Nee, also tanzen tue ich überhaupt nicht. Kann ich nicht, möchte ich nicht. Ich soll zwar als von jemandem Bestimmtes dazu bewogen werden, aber das wird nicht so funktionieren. Nein, ich eigne mich nicht zum Tanzen. Deswegen tue ich das auch nicht. Muschas, ja. Ich hätte ja gerne mal... Ich muss es trainieren. Also in Ordnung, wenn wir jetzt ja... Werde ich ja wohl ausnahmsweise mal nicht holen, denn... Oh, Premiere. Premiere. Erdmännchen darf einen Orden holen. Juhu. Nein, ja, also wir werden wohl keinen holen. Also ich nicht mit euch und... Muss das Erdmännchen-LP mal machen. Ich habe ja schon das passende Pokémon in Form vom Duflor dafür gefangen. Wobei Dracula und sein kreatives Benjamin auch ganz nützlich sind langsam. Aber das fällt wirklich auf. Er ist kritisch bei der Namensgebung, bei meinen Pokémon. Aber er selber ist unglaublich uninspiriert. Ich bitte euch, eine Fledermaus Dracula zu nennen. Und ein elefantenähnliches Pokémon Benjamin. Das zeugt irgendwie nicht so von viel Einfallsreichtum. Ich meine, wir wollen hiermit ja auch ein bisschen back to the roots. Zurück zu unserer Kindheit. Und da gehört vielleicht ein Benjamin auch dazu bei ihm. Wie es bei mir tat. Und ein Dracula mit solchen Geschichten ist man aufgewachsen. Aber generell... Man kann es auch übertreiben, liebes Erdmännchen. Man muss nicht alles aus der Vergangenheit wieder aufarbeiten. Vor allem, wenn es nicht passt. Oder es eigentlich nur ein schlechtes Wortspiel ist. Und ich glaube, ich habe gerade etwas zu sehr ins Mikrofon gepustet. Das tut mir natürlich dann leid. Du mach mal alles nass. Jo. Ansonsten... Ach ja, endlich wieder Pokémon. Ein Traumato. Eigentlich wollte ich ja ein Traumato fangen, weil ich ja auch mein Hypno haben wollte, aber ich müsste mich entscheiden, weil auf jeden Fall werde ich meinen Dratini holen. Also auf meinen Dragoran werde ich nicht verzichten. Das wird nie im Leben passieren. Ein Dragoran gehört zu mir, wie Pikachu zu Ash oder ja, Schlitzaugen zu Rocko. Keine Ahnung, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, welches Pokémon der Einsatz ist, aber egal, weil hier auf dem Schiff sind eigentlich keine gefährlichen dabei. Albin. Angler Albin. AA. Master AA, ne? Haha. Ne? Muster AA machen. Oh Gott, das ist ja schlecht. Käfer-Pokémon-Attacke hätte doch etwas effektiver oder mehr abziehen sein können. Okay. Dann machen wir wieder Biss. Ohnehin. Die beste Attacke momentan vom Dracula. Ja, die Stärke des Feuers wurde geschwächt. Das macht mir so gar nichts, weil mein Glimli werde ich gar nicht einsetzen. Jedenfalls nicht gegen ein Goldini oder generell gegen ein Wasser-Pokémon. Man kann es auch intelligenter einstellen. Als ich eben gerade wieder... Nein, ich möchte kein Tantara. Also, ja, du möchtest ein Tantara einsetzen, aber ich möchte nicht wechseln. Da mein Dracula gleich einen Levelaufstieg hat und es schreckt zurück. Das ist so wunderschön und ich bin ja richtig geschwätzig heute, merke ich gerade wieder. Ohne Punkt und Komma, na, was ist denn heute los? Ich weiß es nicht. Richtig gute Laune, mal nicht müde und generell war der Tag eigentlich besser als die letzten. Naja, was will man machen? Dann schwafel ich halt einfach ein bisschen weiter. Zur Not müsst ihr halt den Ton leise drehen, wenn es euch denn stört. Aber mir persönlich ist das gerade jetzt egal. Ich bin nicht alleine zu Hause. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner durch die Tür. Momentan bin ich ja wieder zu Hause und nicht in der WG, weil wir ja umziehen und einen zum 30.04. ausgezogen sind und die neue WG erst ab 1.06. unterschrieben ist. Das heißt, ich muss einen Monat wieder zu Hause wohnen. In meinem alten Zimmer. Naja. Mal sehen. Flügelschlag. Soll eine Tag. Oh ja. Oh Gott. Flügelschlag. Ach komm, Blutsauger. Blutsauger ist schwach. Blutsauger bringt uns gar nichts. Ja. Ja, schön. Sensei gewinnt 612. Und noch ein Kampf. Wie überraschend. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Tja. Da haben wir was gemeinsam.
Lalala, und in 5 Minuten beende ich dann schon wieder den ersten Part von hier. Das geht schnell rum, ich weiß auch nicht. Es ist doch... Ich bin sehr froh... Nee, da mache ich eine Hose. Oh Gott, Slam. Also wenn ich ein Pokémon habe, das Slam kann, zum Beispiel später Dratini-Dragonier, das trifft sehr selten, finde ich. Ist natürlich wie eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber... deswegen ist es trotzdem so. Ja, Pikachu, du schläfst natürlich jetzt schön. Das freut mich. Dafür war Hypnose ja auch gedacht. Und ich freue mich schon, wenn unser Traumato bald Traumfresser kann. Ja. Also, was heißt Traumato? Ich meine, es ist ein Benjamin. Okay, es ist auch ein Hypnom, muss man dazu sagen. Und die erste und wieder eine Entwicklung, die wir gemeinsam erleben dürfen. Ich bin ruhig. Ach, herrlich. Hypno, ja, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich auch eines, habe mir überlegt, auch eines zu holen. Dafür hätte ich ja dann Floor austauschen müssen, dass bald ein Gifloor wird. Und ganz ehrlich, ich kann mich da schwer entscheiden, was denn mein drittes Team-Pokémon wird. Normalerweise ist es ja mein Garados, das sind meine 3 Standard-Pokémon bei diesen Versionen. Glurak, Dragoran, Garados. Allerdings kämpfen wir jetzt erstmal. Und ich wollte eigentlich Zubat noch auf Platz 1 setzen, weil ich glaube, es ist... Blablab, zurück. Es entwickelt sich auf Level 22. Ein paar Minütchen haben wir noch, bevor ich den ersten Part mal kurz unterbreche, damit ich nebenbei schon mal dann die Folge rendern kann und ich die zweite Session starte. Naja, 15 Minuten will ich nicht Session nennen, aber naja, okay. Ja, natürlich möchte... Oh, nee. Okay, dann möchte ich nicht tauschen, weil das tue ich dem Dracula nicht an, aber Duflo darf mal wieder kämpfen. Und... ja. Göre Olivia. Ach, da fällt mir... Ach, herrlich. Ach, ich bin gerade so ein bisschen noch... ich erinnere mich gerade so an ein paar Sachen, die ich in einem anderen Let's Play gesehen habe. Unter anderem auch von der Let's Rose. Und da hat sie auch was ganz, einen ganz tollen Witz mit einer Göre gebracht. Und ich habe wieder ins Mikrofon gepustet. Entschuldigung. Und schon... Ei, was ist denn los? Ich muss das gleich mal neu einstellen. Das ist, glaube ich, zu nah am Mund dran. Ja, da hat sie einen sehr schönen Witz gebracht. Sie macht, glaube ich, zurzeit gar nichts mehr. Was ich schade finde. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich würde gerne wieder neue Sachen von ihr sehen, auf jeden Fall. Weil sie hat eine sehr schöne Art. Und generell bei ihrem Pikachu, bei ihrem Let's Play Pokémon Gelb, das ist herrlich. Da habe ich schon sehr gut lachen können. So ein paar Sprüche, die bleiben da ganz schön hängen. Ich bewundere die Stärke deiner Pokémon. Ja, natürlich, wer tut das nicht? So, und ich habe noch circa 1,5 Minuten, bevor ich diesen Part beende. Das heißt, diesen Kampf werden wir wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende erleben. Und ich glaube, du hast Feuer-Pokémon, ein Vulcano. Na, no, ich weiß das doch. Alte Männer haben meistens ein Vulcano, weil sie frieren. Oder ein Feuer-Pokémon, das kann sie dann wärmen. Mal ebenso schnell ein Waldbrand entfacht und schon ist dem alten Mann wieder richtig heiß. Ja, Glut ist das, was zurückbleibt, wenn Holz brennt, ja? Oder Kohle oder so. Ach, Kohle, da fällt mir ein, ich könnte ja auch mal wieder grillen mit Freunden. Ach ja. 45 Sekunden ungefähr noch. Ja, ich schaue nebenbei jetzt etwas genauer auf die Uhr. Also nicht wundern, wenn es gleich mal kurz abbricht. Ich werde nicht sagen, das war Part so und so viel, weil, nee, mache ich nicht. Jetzt hoffe ich erstmal, dass... es überlebt. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Okay. Ich beende dann doch diesen Part. Jetzt habe ich es doch gesagt. Und wechsle aber auch nochmal nebenbei das Pokémon. Quatsch. Komm, Gimli. Ja, dann, bis gleich, sage ich mal.